Grand Grand. I got bribes in the land. Took the bean of land. Credit cards and scams. Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Das heutige Thema handelt sich um ApoRed. Ja, richtig gehört, ApoRed. Ihr werdet heute über mich erfahren, ob ich ihn feiere oder nicht. Lasst ein Like da, wenn es euch gefällt, und ein Abo, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Wir sind jetzt schon fast bei den 50 Abos in diesem Zeitpunkt hier und ich danke euch so, so mega. Und ja, wir fangen jetzt einfach an. Also als allererstes, ich persönlich, ich feiere ApoRed, aber ich feiere seine Musik nicht so. Seine Musik ist einfach nicht gut. Auch wenn er denkt, er ist ein guter Rapper, denke ich, seine Musik ist nicht gut. Viele andere denken auch so, er wird sehr gehatet für das, was er tut. Aber Leute, seht's mal positiv, er unterhält euch, er, ja. Zu deine Musikvideos gefallen mir nicht so, also die Musik gefällt mir nicht so, aber das Video alleine gefällt mir richtig gut. Bei jedem Musikvideo von dir gefällt mir alles eigentlich richtig gut, aber ja, mach einfach so weiter. Hör nur auf mit der Musik. Ich feiere dich echt dolle, nur ich finde, du solltest manche Videos lassen, sowie den Bombenprank, der war ein bisschen unnötig, hast du selber gesehen, du durftest nicht zu Videodays und so weiter und so fort. Lass einfach so welche Videos, auch so wie dieses Autofahren-Video. Vielleicht unterhält es manche, aber mich hat es jetzt nicht unterhalten. Die meisten Videos von dir feiere ich richtig hart. Ich bin auch ein Abonnent von dir. Ich feiere dich. Ich finde eigentlich, deine Videos sind unterhaltsam. Nur manche Videos sind, so wie gesagt, sehr unnötig. So wie der Bombenprank. Es ist einfach nur unnötig, um so etwas hochzuladen. Hast du ja selber gesehen, du dürftest nicht zu Videodays. Was will man da machen? Jeder ist, wie man ist. Also, wenn er für dich gut war, war er für dich gut. Für viele anderen war das nicht gut. Ich persönlich mag deine Gaming-Videos nicht. Es liegt aber auch daran, dass ich keine Gaming-Videos guck, weil es mir einfach langweilig ist, Gaming-Videos zu gucken. Ich feiere sowieso keine Gaming-Videos. Mein Bruder kriegt sowieso nur dumme Sachen von mir zu hören, weil er mal Gaming-Videos guckt und ich es überhaupt nicht feiere. Ich gucke lieber Comedy, Real Life, all den Shit. Ja, mein Bruder will auch vielleicht einen YouTube-Kanal aufmachen. Er wartet jetzt noch. Er will einen Gaming-Kanal aufmachen. Weitere Informationen werdet ihr bald bekommen, wenn er jetzt auch wirklich seinen Kanal aufmacht. ApoRed, ich finde, dass du mit deinen Schuhen und mit deinem vielen Geld und so weiter und so fort, mit deinen Abos und so weiter, zu sehr angibst. Du gibst einfach damit an. Auf eine Art, die kann ich jetzt nicht wirklich beschreiben, aber du gibst mit dem, was du hast, gibst du zu sehr an. Deshalb wirst du auch so gehatet. Falls du es nicht verstehst, schreib mich auf Insta an. Da werde ich dir es dann nochmal ganz genau erklären. Falls du es dann noch immer nicht verstehst, ja, weiß ich auch nicht. ApoRed, ich finde, du hast mehr Abos verdient und viel mehr Likes. Deine Clips sind ja eigentlich schon richtig gut, so wie du auch in deinem Musikvideo gesagt hast, dass du bei jedem Musikvideo über 10 Millionen Aufrufe hast. Das ist ziemlich gut. Aber ich wünsche dir viel Glück weiter und hoffentlich machst du deine Abozahlen noch höher. Was auch noch negativ von deinem Kanal ist, deine Pranks. Deine Pranks kommen einfach nur fake rüber. Fake. Ich weiß nicht, aber probier einfach, falls du es fake machst, probier es einfach so real wie möglich aussehen zu lassen. Weil fast alle deine Pranks sehen so mega fake für mich aus. Aber ich feiere sie trotzdem, sie unterhalten mich. Aber probier zumindest ein bisschen deine Pranks echt zu gestalten. Ich persönlich würde mal gerne ein paar Vlogs von dir sehen, weil ich habe noch nie wirklich einen Vlog von dir gesehen. Nicht einen richtigen Vlog, weil ich weiß, es ist schon nervig, die Kamera die ganze Zeit bei dir zu haben und mit dir zu nehmen, wo auch immer du hingehst. Aber tu es doch mal für deine Abonnenten. Mach doch einfach nur ein paar Vlogs und steck ein bisschen mehr Arbeit in deine Videos rein. Finde ich jetzt persönlich. Aber mach so, wie du denkst, ist gut. Was mich auch noch ein bisschen stört, ist, dass du nie wirklich mit anderen YouTubern etwas zusammen machst. Das ist für mich irgendwie, ja. Mach doch mal mit anderen YouTubern was. Zum Beispiel mit Krappi, KS, mit all diesen Leuten.
mit allen YouTube-Kollegen, mit Simon Desiu, mit Dima, ich weiß auch nicht, wer alles, aber macht doch mal mit denen was zusammen. Mit denen allen was zusammen. Macht mal eine Challenge zu fünft oder so irgendetwas, aber macht doch nur mal was zusammen. Ich finde auch noch, dass du ein bisschen mehr Videos machen sollst und ja, wie gesagt, mehr in deine Videos reinstecken sollst. Auch in deine Musikvideos. Vielleicht kannst du ja mal, also halt deine Musik ein bisschen studieren. Vielleicht wird's besser. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da, ein Abo und ein Kommentar. Ich freue mich über jede Unterstützung und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, teilt es mit euren Freunden auf Facebook, auf Instagram, überall, wo ihr wollt. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr das alles macht. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.